Hey Leute, ganz kurz eine Sache, bevor gleich die dritte Episode von der dritten Ausgabe von FIFA Ultimate Team Draft beginnt. Ja, ihr könnt euch sicher denken, was ich sagen möchte. Es ist natürlich so, dass seit der letzten Episode unglaublich viel Zeit verstrichen ist und ihr habt euch sicherlich schon gefragt, okay, wo bleibt denn die Episode, kommt die überhaupt noch und warum kommt sie jetzt so spät? Ja, da sind ganz einfach mehrere Sachen zusammengekommen. Zum einen war die Gamescom, wo ich das nicht mehr hinbekommen habe, das zu produzieren rechtzeitig. Dort hatten wir sehr, sehr viel zu tun. Dementsprechend bin ich da auch nicht mehr zugekommen, habe nur noch die zweite Episode geschafft. Danach war ich dann kurz zu Hause, bin dann aber auch direkt umgezogen nach Hamburg, wie ihr vielleicht durch das Umzugsspecial und durch den anderen Hintergrund hier, als ihr gewohnt seid, mitbekommen habt. Und dann gab es auch noch technische Probleme, das heißt, die Dateien hier standen zum Teil nicht zur Verfügung. Ich hatte kein Internet und so weiter und so fort. Dementsprechend hat sich das unglaublich verzögert, aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, die Episode kommt gar nicht mehr. Dementsprechend seht ihr sie jetzt noch und wenn ihr euch ja nicht mehr ganz erinnern könnt, wie die Ausgangsposition war vor dem jetzt zweiten und dritten Spiel, schaut einfach nochmal rein unten in die Beschreibung. Ich verlinke noch die beiden letzten Episoden und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der dritten Episode. Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier bei Vipart Gaming und es geht ins nächste Spiel von unserer Draft-Serie. Georg führt ja 2-0 und bevor ich hier weiterlaber, darf der Herr sich auch gerne mal selber kurz vorstellen. Hallihallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt, würde ich sagen, während wir hier schon mal ready machen. Es sind wieder die Baguette Beasts gegen die Ciao Georgs. Ja, richtig. Der Malte hat es schon angesprochen, 2-0 bin ich vorne. Ich bin ja sehr begeistert, dass ich das trotz des Imber-Teams von Malte geschafft habe. Ja, ich nicht. Dass er wirklich deutlich stärker ist als meins. Krass, ey. Ja, ich musste jetzt auch einfach die Jungs mal ein bisschen besser in Szene setzen. Ich meine, du hast also noch zwei Five-Star-Skiller noch da. Ja, also, ich sag mal so, was jetzt halt schwierig war, war irgendwo die Dreierkette. Das zu verteidigen ist halt nicht so einfach gegen dich. Aber trotzdem musst du offensiv mehr gehen und das heißt, ich werde mich auch ein bisschen mehr konzentrieren und weniger labern jetzt, weil wir kriegen das schon hin. Ich muss sagen, da hat mich der Ehrgeiz jetzt doch wieder gepackt und da muss jetzt eine Schippe draufgelegt werden. Und ich stecke mal durch hier. Junge, setz dich durch jetzt. L2, ein bisschen Körper davor. Oh, gutes Tackling da. Ja, durchaus. Und Lötelek zieht an. Der aber der ist doch schneller als 64. Erzähl mir doch nichts, Mann. Doch, der ist 64. Da geben wir. Oh, was macht ihr da, Jungs? Lötelek! Haben wir das erste Mal gut Glück hier? Mit wem machen wir den? Machen wir mal hier wieder mit Ayu. So einen habe ich gegen Kevin Asya gemacht und ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen davon. Der kommt, Lütelek! Da ist Ach, er! Nice, dann machen wir Labelle de Cirque hier, direkt als Jubel. Immer noch Cirque Labelle. Cirque Labelle, meine ich doch. Ach ey, das läuft doch schon wieder so scheiße hier. Ich habe ihn gerade übrigens nachgemacht in der Facecam, sah bestimmt mega affig aus. Das heißt, ich muss jetzt 3 Tore in dem Spiel noch machen. Nein, wir haben 3 Spiele, Malte. Mach einen ruhigen, Malte, du hast noch Zeit, ne? Du kannst auch im letzten Spiel 4-0 gewinnen zum Beispiel. Okay, safe 3. Kein Problem. Gut, wie ich dieses System wieder durchschaut habe. Ja, auf jeden Fall. Aber geht schon mal actiongeladen los. Für dich, ne? Ich kann mich nicht beklagen. Ich glaube, die A-Series kann kommen. Für die, die es nicht wissen, Qualifikation zur ESL Pro-Series zu den Cups. Die A-Series, die geht nämlich am Anfang. Olle, den macht er hier. Den zieht er gut Games rüber und jetzt bringen wir den mal rein. Und da ist Thierry Henry, da ist das Ding. Wer sagt's denn? Der alte Hase kann es doch noch hier. Und er hat natürlich auch die Nummer 10 entsprechend. Und ich würde sagen, ist jetzt kein so schönes Tor, aber bam, setzt sich da gut durch und darauf können wir aufbauen. Ja, das war ein schöner Übersteiger und dass der alte Mann überhaupt ohne Krücken hochkommt. Dass er da noch hochkommt, genau. Halte ich ja für eine Frechheit, aber gut. Oh Gott. Was und da das? Ist er wieder wach, der Junge hier. Ich glaube, der kommt hier nochmal in seine zweite Hochzeit und den schippen wir mal durch. Oh, und Akrobat. Ich finde das so krass, wie die in FIFA immer ihre Fallrückzieher und sonst so in den krassesten Positionen raushauen. Ja. Torwart. Ja, oh, viel behindert. Sehr gut mitgespielt. Die ja, Richtung. Schön. Wenn du jetzt sweatest, bist du Mongo. Oh! Da steht er ganz safe auf der Linie. Gibt's doch nicht. Machen wir es direkt mal wieder schnell. Oh, Ayu. Ah, ne, Matuidi, sorry. Hier mit einem kranken Tackling. Den spielen wir durch. Gehen wir vorbei. Schade. Ihr merkt, es ist still.
Glaub nicht mehr lange. Da ist nämlich Lütteleck. Mein Mann, Lütteleck. Oh. Nein. Oh. Ey, hat er hier einen Lack. Scheiße. Ach, was hat der denn für scheiß Abwürfe, Mann? Gucken wir mal an. Latschen lassen, Opori. Wieder durchstecken. Nein, 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 nein. Das machen wir hier ganz eiskalt. Samir Nasri, und das sieht doch jetzt schon wieder besser aus. Shit, ey. Jori, mit all seiner Erfahrung moved er den Georg da aus. Und dann ist es für Nasri natürlich leichtes Spiel. Und die Bipart Gamer sind jetzt hier in Führung. Das sieht doch auch mal wieder ganz gut aus. Nur noch ein Tor hinten, der Malte, leider, muss ich feststellen. Es waren zum Anfang dieses Spieles, also kurz nach Anfang dieses Spieles waren es drei, jetzt sind's nur noch, ist es nur noch eins. Eieieiei. Das ist einfach meine 5er Mittelfeldkette. So, der überläuft schön, aber den spielen wir nicht an. Hehe, den spielen wir nämlich doch an. Schade, hätte ja fast geklappt. Trollol. Aber jetzt ganz oben läuft er sehr, sehr schön rein. Oh, den sieht er gut, aber hier ganz sicher natürlich, ja. Machen wir mal lang. Könnte sogar kommen. Ach. Wie ich den natürlich auch pomfortionös in die Füße, den Ball. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Thierry Henry hier, da ist das Ding. Nice, Mann. Den macht er sogar richtig akrobatisch rein. Und so langsam zahlt sich unser Team of the Season Spieler hier doch aus. Ich wollte schon sagen, es wird wieder ein hässliches Tor, aber das lässt sich doch sehen. Sehr nice. Und dann würde ich sagen, habe ich wieder ausgeglichen. Neues Spiel, neues Glück. Geht's wieder bei Null los. Gut, ich würde sagen, wir haben den Malte jetzt weit genug rankommen lassen. Da müssen wir jetzt leider wieder aufdrehen ein bisschen. So langsam mal. Sollten wir schon. Da läuft auch sehr schön der Kollege CC. Aber Ayu denkt sich, ich meine, habe ich da einen Freiraum gesehen? Ja gut, das habe ich, aber da muss ich ja nicht reinlaufen, ne? Mann, 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 ey. So ein Vogel. Ayu macht das ganz stark. Geht wieder außen auf der Seite vorbei. Und weil oh, und da steht er gut drin. Und so, Jungs, jetzt Tempo wieder aufnehmen, direkt im Gegenstoß. Wenn er einfach nachsetzt, dann. Ja, wieder unten. Boah, schön hier. War es L2-L2? Ja. Feines Dribbling, aber bringt alles nichts, wenn da so ein Biest steht und einfach abwartet, bis du ihn reinläufst. Ich komme leider gerade nicht mehr durch die Dreierkette. Das Abwehrbollwerk. Oh, das ist immer gefährlich, wenn man im Strafraum eine Schusstäuschung machen kann. Boah. Glück gehabt an der Stelle hier. Einmal durchatmen. So hart das ist, Georg. Es wird nochmal richtig gefährlich für dich. Das zeige ich dir einfach jetzt mal voraus. Bin gespannt. Ja. Oh oh. Junge, kontrollier den Ball doch. Nein! Nein! Oh, so ein nicer Step und der wird nicht belohnt. Aber auch stark verteidigt natürlich auf der anderen Seite. Ah, den habe ich drin gesehen, ey. Aber mit Ansage, Mann. Ja, du, das war knapp, ey. Das war knapp. Nochmal eine spannende Schlussphase auf jeden Fall. Und es steht wieder ausgeglichen. Es steht jetzt nämlich insgesamt 3-3. Ja, ich würde sagen, sehr gutes Spiel. Hat auf jeden Fall Laune gemacht. Und ja, auf jeden Fall. War nicht schlecht. Dann geht's jetzt aufs Ganze. Ja, richtig. Im letzten Spiel. Wir sehen uns gleich wieder. Wir machen einen ganz kurzen Cut, um die Webcams neu zu starten oder die Kameras. Wie auch immer, egal. Ganz kurzer Cut und dann sind wir wieder da. Bis gleich. Bleibt dran. So, herzlich willkommen, da sind wir zurück zum letzten Spiel, Ausgangsposition, es steht 3-3, ich überlege, ob ich mal ein anderes Trikot mache jetzt hier. Nee, ich hab's hier euch so versprochen mit dem Gala-Trikot und das behalte ich auch. Die sehen schon cool aus, die Trikots, so wie sie sind. Was würde eigentlich passieren, wenn es unentschieden ausgeht? Dann gibt's, ein Golden Goal, würde ich sagen. Okay, also, good luck, have fun, brother. You too, my friend. Was ist das für ein scheiß Stadion? Das ist ein cooles Stadion, das ist deins. Ja, ich weiß, aber scheiße. Okay, nee, es ist deins, es ist scheiße, du hast recht. Jetzt durch die Lücke und ein weiter, das muss es sein, den muss er machen! Schieb ihn doch vorbei! Ja. Boah.
Ach, scheiße, ey. Ich hätte ihn wahrscheinlich lupfen müssen. Chip mal schön raus. Spiel ihn da kurz an. Da sind wir wieder drauf. In die Lücke. Oh. Und jetzt unten. Jawohl. Und den nehmen wir mit. Das muss es doch sein, Junge. Bist du behindert oder was? Alter, aus 5 Metern. Ich übertreibe, aber trotzdem. Muss er den doch machen, Ayudu Mongo. Bist du Linksfuß und hast einen Stern auf dem rechten, oder was? Boah. Ja, wechsel doch den Spieler, der Lütteleck steht doch viel besser. Mann. Ich reg mich gerade auf. Fällt mir. Ja, du spielst trotzdem. Kacke. Oh, den setzt er hier gut an. Ja, und den macht er nicht. Boah. Ja, das war, warum sage ich gut Glück jetzt. Ja, gut Glück, ne? Gut Glück, ja. Kleiner Insider bei uns. Ist auch Klaus Spiel gerade. Absolut. Gut, vielleicht findet ihr ihn trotzdem witzig, auch wenn ihr ihn nicht kennt. Huiuiui, das wollen wir natürlich lieber nicht. Lütteleck startet. Lütteleck. Ja, ganz sicher. Alter, ey, dann, was weiß ich, wirf ein Baguette oder so und bring ihn zum Stolpern, Mann. Stand jetzt wird's ins Golden Goal gehen, das wäre natürlich auch interessant. Ja, das wäre Spannung pur, Alter. Ohne Scheiß. Wäre auch Entjungferung in dem Sinne. Golden Goal. Entjungferung. Sehr schöne Verbildlichung. Ja. Ja, der Malte denkt immer, was sowas betrifft, gerne in Bildern. So. Oh, oh. Ja. Stochert da rum, Jungs. Holt euch den mal. Oh, ganz unten. Oh, wie frei der ist. Oh, nein. Oh, nein. Warum will ich ihn lupfen? Warum will ich es zu schön machen? Warum? Warum? Scheiße. Auch jetzt? Könnte sogar kommen. Der könnte sogar kommen. Den lupfen wir. Den lupfen wir. Und der nein. Ist. Nein, nein. Mach ihn doch, Mann. Alter. Oh, was? Warte, eines Lomo, lass dich kurz laufen. Was machst du mit deinem Torwart da eigentlich? Ja, das war. Ich wollte erst den Pass verhindern, war aber zu spät. Dachte, ich krieg ihn dann doch noch und ja, war scheiße im Endeffekt. Ja. Ah, jetzt hast du auch mal Glück gehabt. Ach Mann. Schöner Ball auf Sissé, das ist der Decider. Das muss er sein in die lange Ecke. Sissé! Immer noch! Wichtig, scheiße. Da den Körper nochmal vorzubringen, dadurch kann er ihn nicht ganz ausrichten. Ja. Das war echt der Key in der Situation. Schade. Da vergewaltige ich meine B-Taste dann noch immer. Da hat Sissé eigentlich doch den Körper für. Ja, ja. Durch die Flanke. Da ist das Ding! Nice, Mann. Wieder Sami Nasri, unser Riese hier. Huh, das ist natürlich jetzt hier eine wichtige Phase des Spiels. 75. Minute 1-0, Georg. Was ist deine Antwort? Dass es ziemlich schade ist, nach den Chancen, die ich hatte, dass du in Führung gehst, aber... So. Na gut, ich finde aber, dass ich jetzt die zweite Halbzeit doch auch wieder die eine oder andere Chance oder zumindest gefährliche Situation. Dass ich zumindest mal nach vorne kam. Aber gut, so richtig gefährlich war es noch nicht. Ist mir aber auch scheißegal, wenn ich führe, ehrlich gesagt. Ja, das glaube ich dir. Mir nicht. Warte doch nicht ewig, bis du zum Ball gehst, ey. So, ich brauche die Pille jetzt nochmal. Danke. Genau, jetzt, das ist er jetzt, der Angriff, der uns glücklich machen wird. Nämlich ganz unten läuft er nämlich. Oh! Erzähl's mir doch nicht! Und der Übersteiger einfach so frech und da ist er. GG! Das gibt's doch nicht, Alter. Ja, Glückwunsch natürlich erstmal. Scheiße. Dankeschön. Ja, hat Spaß gemacht wieder. Ich will. Oh, ja, unverdient weiß ich nicht, aber verdient ist es auf jeden Fall auch nicht wirklich. Ich fand das Spiel davor hat mehr Laune gemacht, war auf beiden Seiten ein bisschen mehr Lust. Ich hatte jetzt am Anfang gut Glück. Ich denke, zum Ende konnte ich nochmal eine Schippe drauflegen. Aber unterm Strich war das jetzt nicht so eine super Leistung. Mit dem Kopfballtor zu gewinnen, ja. Oh, macht man dann halt mal. Ende, der Pass am Ende. Ich dachte wirklich, der wär's. Und dann kommst du da ganz knapp noch dran, ey. Georg, ich muss dir nochmal sagen, die Idee zu der Serie finde ich nach wie vor mega geil. Und insofern, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne auch wieder einen Daumen nach oben geben. Und dann fange ich einfach mal an. Macht's gut, Leute. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Okay, du hast meine bescheuerten Gesten mal wieder nicht mitbekommen, während ich das hier von dir gehört habe. Die Komplimente, aber vielen Dank dafür natürlich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, ich hau jetzt noch ab auf den Geburtstag und besauf mich ob dieser Niederlage. Nee, kleiner Spaß am Rande. Ich Gustaufen! muss dann nämlich die Videos noch zusammenschneiden hier, die ihr jetzt, das ihr jetzt seht. Und auch die zwei von davor. Dementsprechend nur ein bisschen noch eine gute Zeit am auf dem Geburtstag, die Niederlage verarbeiten und vergessen und was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt FIFA Ultimate Team Draft oder auch zum Tutorial, wer weiß, zu irgendeinem Video. Ist ja auch egal im Endeffekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt habe ich genügend gelabert. Ciao. Ciao. Wollen wir jetzt einfach mal hoffen, dass wir was Schönes ziehen? Ich hoffe vor allem, dass sie auch einen guten Torwart bekommen, denn das ist irgendwie was ganz Wichtiges für den gesamten Team. Stell dir mal vor, man kriegt kein... Oh!